Der besteht doch aus Glas, oder? Geh mal hier entlang. Okay, ich weiß nicht, aber mit dem Jacuzzi könnten wir anscheinend noch etwas machen. Da frage ich mich nur, wie wir das anstellen sollen. Können wir das irgendwie von hier unten regeln? Also ihm können wir ja wieder die Drogen untermischen. Ah. Hier haben wir noch eine Brücke. Wie kommen wir jetzt zu der? Fragen über Fragen. Wenn wir nochmal diesen Weg hier entlang gehen. Moment. Wir sind ja soweit richtig angezogen. Ah ja, okay. Den Bereich kennen wir schon. Da können wir auch nichts mehr machen. Ich gehe noch einmal hier entlang. Ich weiß aber nicht, ob wir das von hier aus eruieren können. Es gibt einfach wieder unzählige Möglichkeiten, die mich alle durchaus interessieren. So. Hier! Ach ja, Tatsache, der Jacuzzi. Wenn wir jetzt mal hier speichern. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da würden aber einige sterben. Also. Moment mal. Dann nehmen wir mal die hier. Das ist schon böse. Das ist schon echt böse. Okay, es hat echt funktioniert. Das wäre also die einfache Methode gewesen. Relativ auffällig, aber wesentlich einfacher. Okay, genau. Dann, guten Tag. Wir müssen uns aber noch das Band schnappen. Es ist schon echt nett. Muss ich schon sagen. Genau, der Kameramann. Was auch immer man mit ihm noch anstellen könnte. Also wirklich ganz durchblicken tue ich da nicht. Aber hey. Genug gerätselt. Genau, jetzt müssen wir einmal hier entlang gehen. Ich meine, als Kameramann würde vielleicht meine... Naja, wir sind schon relativ auffällig geworden. Würden wir vielleicht etwas unauffälliger werden. Aber ich glaube, das können wir schon noch schaffen. Hier haben wir noch eine Wache. Gehen wir mal hier entlang. Die beachtet uns nicht weiter. Wie gesagt, die Bombe kann ich nicht anbringen, sonst würde das Spiel wohl wieder abstürzen. Es ist wirklich ärgerlich. Okay, das Band können wir uns nochmal schnappen. Oh. Ah. Yay. Das sind jetzt schon zu viele Tote. Egal, einen haben wir jetzt zumindest angelegt. Schade. Naja, wenn wir den Jacuzzi von hier unten anschießen... Dann müssen ja leider auch ein paar Prostituierte dran glauben. Leider also nicht nur die Zielperson. Na, schade. Bleibt trotzdem sehr auffällig. Okay. Dann gehen wir nochmal in den Raum und speichern dort noch einmal. Okay, hier durch. Ich glaube, wir könnten auch... Ja, ich gehe mal hier weiter. Hier ist der Kameramann. Hallo, die Damen. Okay. Soweit, so gut. Aufzug steht bereit. Studio, ein weiteres Mal. Ich meine, ich könnte mich hier theoretisch auch einfach durchschießen. Die Möglichkeit gibt es nicht umsonst, aber... Ich will das Ganze ja etwas subtiler erledigen. Können wir mal hier entlang. Okay. Jetzt läuft er hier nach hinten. Naja. Moment, machen wir mal hier. So, Spiel wird gespeichert. Und dann müssen wir uns noch einmal das Band schnappen.
Jetzt dreht er sich natürlich direkt um. Ja. Okay. Waffen weg. Sehr schön. Unsere Auffälligkeit ist auch sehr stark gesunken. Das ist sehr gut. So, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Typen umlegen. Na schön. Hier entlang. Steht er immer noch auf der Terrasse? Ja. Das Problem ist nur der Hund. Ich glaube, wir müssen hier nämlich beide loswerden. Ich speichere hier noch einmal. Wir haben ja genug Punkte. Na los. Speichern erfolgreich. Okay. Verdammt! Der arme Hund! Es musste sich auch jetzt genau die Tür schließen, nicht wahr? Der hier. Ja. Okay. Chad Bingham, der ist schon Geschichte. Lorne de Havilland. Den werden wir jetzt noch los. Das ist echt nicht wahr. So, Tür schließt sich. Ah, Tür öffnen. So, ich weiß nicht, ob wir die Hundeleiche irgendwie entfernen können. Es tut mir leid um den Hund. Ich meine, der konnte jetzt nicht sehr viel dazu. Er war einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, leider. Und wir können jetzt einfach gehen. Ups, pardon. Ja, okay. Nur noch fliehen. Das bekommen wir hoffentlich noch hin. Helipad, ja. Jetzt haben wir natürlich einige Prostituierte umgebracht, die gerade im Jacuzzi waren. Okay. Ich mag aber die Musik. Ich würde sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. Ach man, das mit den Abstürzen. Okay, er muss uns durchsuchen. Das heißt, wir sollten nochmal alle Waffen rausschmeißen. Ich glaube, ja. Okay, dann müssen wir nochmal hier zurück. Ich glaube, wenn der Hund weiter bellt, bringt das dann nicht die Wachen zu ihm? Ich würde sagen, ja. Okay, gucken wir mal. Ich kann es auch mal ausprobieren. So. Okay, keine Ahnung, wie der Hund jetzt weiter vorgeht. Dann sollten wir jetzt nochmal... Oh, verdammt, ich kann ja nichts rausschmeißen. Dann stürzt das Spiel ab. Oh, ganz vergessen. Das war jetzt nochmal knapp. Ich wollte sie gerade rausschmeißen. Okay, dann müssen wir einen anderen Ausgang wählen. Ach, das ist ja echt ärgerlich. Also, tut mir wirklich leid wegen dem Fehler, aber ich kann das jetzt leider nicht vermeiden. Da gibt es sicherlich irgendwelche umständlichen Möglichkeiten, um diesen Fehler aus dem Weg zu gehen. Aber das lassen wir jetzt mal. Okay, Erdgeschoss. Dann gehen wir hier entlang. Wir nehmen mal die Abkürzung. Okay. Und dann kann ich ja die Treppe hier nehmen. Ne, die geht nach oben. Ich glaube, ich kann den Aufzug nehmen. Ah, wir haben ja schon genug Gelegenheiten gehabt. Moment, ich muss... Ne, hier war richtig. Ja, hier. Ja, kann ich jetzt mal durch. Hilfe, ich will gehen. Okay. Ach genau, hier ist der Jacuzzi. Ja, schön, dass man hier nicht die Polizei eingeschaltet hat oder ähnliches, aber naja. Die haben hier ja wohl genug Dreck am Stecken, würde ich sagen. Gucken wir hier mal rein. Nur Mitarbeiter erlaubt. Ah, Aphrodisiakum haben wir hier noch einmal und die Küche. Gut zu wissen. Und hier ist die Bar. Alles klar. Okay. Also ich finde es hier sehr amüsant. Danke der Nachfrage. Moment mal, der Aufzug war hier drüben, nicht wahr? Ja. Okay, ab nach unten.
Moment, so. Na schön, und dann können wir hoffentlich gleich mal die Mission abschließen. Ja, okay. Die Kamera. Um die müssen wir uns nicht weiter sorgen. Welche Kamera ist denn das genau? Irgendwo hier. So. Dann fliehen wir mal. Kontostand. 1.900.000 Dollar. 4 insgesamt haben wir getötet. 12 Schüsse abgefeuert. Treffer 7, Nahkampfkills 1, Unfälle 5, Kopfschüsse 2, gefundene Leichen 3. Und wir wurden leider gefilmt. Ja, etwas Lärm und etwas Gewalt haben wir angewendet. Hält sich aber noch in Grenzen. Okay, Missionsauswertung. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, dann können wir mal wieder einen Zivilisten bestechen. Alles klar. Okay, Montana Mountain News. Ich muss hier wirklich aufpassen, Leute, denn das Spiel ist hier wirklich schon ein paar Mal bei dieser Zeitung abgestürzt. Deswegen, Gesetzesvorlage verhilft Colorado zu neuem Motto. Vielversprechende Saisonvorbereitungen der Donkeys. Die Montana Mountain News will not be published tomorrow. Aha. Because we are on strike, we want more money. Alles klar. Okay, es wird schneien. Chad Bingham Jr. getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Na schön, 3 Sicherheitsleute von Chad Bellingham Jr. wurden auch getötet. 12 Schüsse wurden abgefeuert. Wie gesagt, hier kann man sich auch nochmal alles durchlesen. Krisengipfel nach Todesfällen durch rätselhafte Strahlung. CIA ist ratlos. Alles klar. Okay. The Pink Mansion Adventures. So, dann speichern wir hier nämlich einmal. Einmal abspeichern. Profil wird gespeichert. Sehr schön. Okay, denn das wollte ich ja nochmal anmerken. Das Spiel ist mir schon zweimal direkt bei der Zeitung abgestürzt, beziehungsweise der komplette Computer ist eingefroren, was noch schlimmer ist. Und das Problem ist, man kann erst speichern, nachdem man das Level komplett abgeschlossen hat und die Statistiken sich angesehen hat und die Zeitung. Dann kommt man nämlich hier in die Profilverwaltung und muss hier abspeichern. Und bevor ich in diese Profilverwaltung komme, kann ich das Spiel nicht abspeichern. Das heißt, ich muss die Mission immer wieder von neuem spielen, falls denn der PC oder das Spiel abstürzt. Deswegen wollte ich das hier mal kurz als Erklärung angemerkt haben. Und jetzt, wenn wir hier auf Weiter drücken, kommen wir in die nächste Mission. 12. Januar 2005. Willkommen in Mississippi 47. Eine örtliche Bande, die sich Gators nennt, kontrolliert am Mississippi den Drogenhandel. Sie benutzen einen Ausflugsdampfer als Tarnung. Unser Klient möchte, dass Sie dem Ganzen ein Ende setzen. Eliminieren Sie die 6 Besatzungsmitglieder der Gators und ihren Boss. Außerdem braucht unser Klient alle Dokumente aus dem Safe des Anführers. Der Safe ist irgendwo auf dem Oberdeck. Die Gators halten sich ausschließlich in ihrem Privatbereich auf den oberen beiden Decks des Schiffes auf. Mehr wissen wir auch nicht. Machen Sie weiter so, 47. Vielen Dank, Diane. Skip Mulden töten. Alle Gators töten. 0 von 6 Bilder finden, mit Rettungsboot fliehen. Okay, Skip Mulden. Skip, ein fetter und mürrischer Bastard, stammt aus einer Kleinstadt in Tennessee mit 100.000 Einwohnern und nur 12 Nachnamen. Er ist der Besitzer des Duke of Louisiana, einer der beliebtesten Touristenattraktionen der Gegend. 100.000 Einwohner und nur 12 Nachnamen. Okay, Moment mal, dann müssen wir hier. Nebenbei nutzt er den alten Raddampfer als Fassade für illegale Drogengeschäfte. Als stolzer Kapitän seines Dampfers sorgt er dafür, dass dieser stets tipptopp gepflegt ist, da Skip ein Verhältnis mit allen Kellnerinnen des VIP-Bereichs hat, geben sich die Frauen in seinem Schlafzimmer buchstäblich die Klinke in die Hand. Neben seiner Vorliebe für das weibliche Geschlecht liebt Skip Torten mit möglichst viel Schlagsahne. Das sind wirklich sehr interessante Informationen. Danke dafür. Die Gator Gang. Everett Jefferson Jr., O'Daniel Williams, S. Corfitz, Adam Hendrickson, Joe Netberg und Elijah Krupp.
Sicherstellen. Diese Bilder sind überaus delikat, sowohl für Skip Mulder als auch für seine Nichte Margux LeBlanc. Für seine Nichte? Okay. Fliehen Sie mit dem Rettungsboot am Heck des Dampfers. Das Boot befindet sich auf Deck 1 und ist für Ihre Karte auf Ihrer Karte markiert. Alles klar, Waffen wählen. Wir nehmen mal wieder die Silverbella. Und ja, die M4 habe ich ja mitgenommen, obwohl ich die eigentlich bisher auch nicht eingesetzt habe. Upgrade. Silverballer. Haben wir irgendetwas Neues? Kein Schalldämpfer möglich. Geringer Zoom, hohe Präzision, benötigt Montagsschlitten. Kein Zielfernrohr möglich. Haben wir denn irgendeinen Montagsschlitten dran? Langer Schlitten, ich glaube. Doch, hier. Ach, Montageschlitten. So herum. Das ergibt etwas mehr Sinn. Visierrichtung. Geringer Zoom, hohe Präzision. Kein Zielfernrohr möglich. Ist das sinnvoll? Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich. Oh, ich habe die Mission gestartet. Ups. Tja, das kommt davon. Ich habe eben Enter gedrückt. Meine Güte, was ist denn heute los? Genau, wir sind jetzt also mitten auf dem Dampfer. Das ist sehr nett. Das ist wirklich eine nette Idee, dass man eine Mission quasi auf einem Dampfer verbringt. Nettes Ambiente auf jeden Fall. Okay, ja, entschuldigt, dann habe ich jetzt kein Upgrade gemacht. Skip Mulder töten. Okay. 6 Gators töten und Bilder finden. So, achso, hier können wir nicht lang. Ich wollte die Aussicht genießen. Da hätten wir schon mal 2 Wachen. Hier können wir den Strom abstellen. Aber die Gators... Moment mal, wenn ich mal hier drauf gehe. Die Gator Gang. Naja, gut. Das werden wir schon noch hinbekommen. Alles klar. Da vorne sehe ich auch noch ein Boot. Das kommt uns hier entgegen. Das scheint auch nicht gerade klein hier zu sein. Ja, das kann sich sehen lassen. Da haben wir schon mal eine Person. Hier auf der anderen Seite. Das weiß ich natürlich noch nicht. Da haben wir ihn, ja. Wir können ja schon mal den Strom abschalten. Vielleicht sollten wir ihm hier einfach mal folgen. Staff only. Ja, das wird dann problematisch. Der läuft hier entlang. Ups. Ah, das Schloss hier kann ich knacken. Das könnte jetzt relativ auffällig werden. Das ging noch. Okay. Sehen wir mal nach. Oh, oh. Aufpassen. Ja, also eine Zielperson haben wir hier schon mal. Sind die Fässer hier nicht hoch in Flammbar oder explosiv? Wahrscheinlich. Also den hier könnte ich einfach abknallen. Ist nur die Frage, wie sinnvoll das ist. Ups. Okay, die Silberbälle haben wir. Okay, hier ist nur eine weitere Person. Ja, der geht weg. Silverbella. Ernsthaft jetzt? Wieso? Ich treffe den einfach nicht. So viel zur Präzision. Das ist doch echt nicht wahr. Was für ein Hohn. Okay, Feuerlöscher haben wir hier noch. Und der läuft jetzt hier nach hinten. Okay, dann gucken wir mal. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Dass ich ihn nicht getroffen habe. Na schön. Wir sehen uns nochmal hier um. Na hallöchen, Matrose. Na, der wird uns wohl bemerken. Ja, das dürfte relativ auffällig sein, wenn wir die hier loswerden wollen. War das auffällig?
Ich glaube, das hat niemand bemerkt. Achso, okay. Anzug Matrose. Das steht uns. Schön. Können wir den Körper jetzt irgendwo verstecken? Sehen wir mal. Ich meine, den von Bord zu werfen wäre doch eigentlich das Logischste. Jetzt haben wir den Anzug natürlich direkt in die Blutleiche reingelegt. Körper ablegen. Ah ja, über Gelände werfen. Das ist doch perfekt. Hier können wir die Leichen nämlich einfach loswerden. Gut, ich meine, die Blutspuren haben wir immer noch, aber die fallen schon keinem auf, sicherlich. Okay, dann können wir auch mal hier reingehen. Die dürften uns hier eigentlich ignorieren. Ja. Hier wird der Ofen schön beheizt. Da haben wir ihn. Was machen wir denn jetzt mit ihm am besten? Hier kommen wir nach oben. Das, da hinten ist der Ausgang. Wir können ja den Strom abschalten. Und von hier aus, ich meine, wir könnten ihn ja einfach erschießen. Das würde definitiv funktionieren. Schloss knacken. Okay. Kommen wir hier rein. Hier kommen wir rein. Sehr schön. Präsident Stewart hat die Nominierung seiner Partei gestern am letzten Abend des Parteitages in Chicago mit einer mitreisenden Rede angenommen. Die jüngsten Aussagen deuten darauf hin, dass Präsident Stewart nach dem Parteitag deutlich zulegen konnte. Aus Wahlkampfkreisen war jedoch zu vernehmen, der Präsident sehe sich noch längst nicht als Sieger und mahne vor einem allzu großen Selbstvertrauen. Okay, interessant. Über die Wahlen quasi wird hier berichtet. Den Schlüssel hätte ich mir auch nochmal gerne geschnappt aus Prinzip. Wobei wir ja schon... Der Maschinenraum ist ja wohl der Raum, den wir schon betreten haben. Okay, der geht weg. Jawohl. Sehr schön, den Schlüssel haben wir. Okay, dann können wir auch schon wieder gehen. Ja. Alles klar. Hier ab nach unten. Jetzt muss ich eben noch überlegen. Was machen wir hier am besten? Hinweise haben wir sonst keine. Das kann ja sehr warm werden. Okay, wir gehen mal hier entlang. Können wir den da irgendwie reinschubsen? Das wäre doch ganz nett. Ja, das könnte auch wieder sehr auffällig werden. Ich würde hier mal aus Prinzip speichern. Ach so, ich hätte mal eines testen müssen. Moment, wir speichern einmal. Genau, dann haben wir noch 6 Punkte übrig. Sag ich doch, wir hätten ihn hier reinschubsen können. Ich glaube, wir hätten ihn hier reinschubsen können. Laden. So. Dann mache ich mal Folgendes, Leute. Sind wir ja noch relativ am Anfang. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ich hole mal kurz die Münze raus. Wir werfen die mal. So. Nee, falscher Knopf. Ja, funktioniert. Okay. Ich habe das eben getestet, denn wie gesagt, in der letzten Mission hatten wir das Problem, dass ich keine Gegenstände ablegen oder werfen kann. Und wenn ich die Münze legen kann, dann heißt es, dass das Spiel hier auch wieder normal funktioniert. Ah, jetzt hat er sich wieder wegbewegt. Moment mal, kriegen wir das noch irgendwie hin? Ich glaube eben, das könnte relativ auffällig sein. Skip Molden. Ja. Ja, der Captain. Ein wahrer Intelligenzbolzen. Na, hier komme ich nicht durch. Das hat funktioniert. Sehr schön. Das war dann auch der erste. Okay. Noch 5 weitere. Und dann noch den Captain. Na schön. Dann sollten wir jetzt wohl mal ein anderes Stockwerk aufsuchen. Hier geht es nach oben. Und wir müssen auch noch die...
Bilder finden, ja. Genau. Guten Tag. Arr, auf hoher See. Okay, ich sehe hier noch keine Zielperson. Aber ich sehe hier einen Raum, den wir betreten sollten. Na, Matrose, alles fit im Schritt? Ach so, das sind wieder nur Waffen. Okay. Na gut, auf die Waffen können wir ja fürs Erste verzichten. Würde ich behaupten. Er schläft hier. Hat er noch irgendwo seine Klamotten? Okay. Ich glaube, wir müssen weiter. Hier kommen wir... weiteres Zimmer. Weitere Kabine. Okay, dann können wir hier auch schon den Jargon des Meeres verwenden. Auf hoher See. Okay. Ja, sehr schön. Da haben wir noch eine weitere Person. Wo sind denn die restlichen vier? Ich meine, das sind ja schon noch einige hier. Wir haben keine Zugangskarte. Das ist allzu schade. Okay, da haben wir schon mal einen gefunden. Ich mag wirklich das Ambiente, da muss ich ehrlich sein. Muss ich auch gerade etwas an die Titanic denken. Und auch an den Film. An den großartigen. Ja, macht schon einiges her. Das Interieur und das Exterieur hier. Okay. Der ist gerade in seiner Kabine. Das ist doch unsere Chance. Das ist dann wohl seine Dame. Ich weiß nicht, soll ich hier nochmal speichern? Ich meine... Ja, es wäre schon irgendwie sinnvoll. Wir haben ja schon eine Person getötet. Dann darf ich auch einmal speichern. Das wäre jetzt sinnvoll. Ach, wir haben keine Zugangskarte. Ja. So viel dazu. Okay, er verlässt jetzt wieder sein Zimmer. Na. Oh. Gerade noch so geschafft. Ist das... Sieht so aus wie eine Dusche auf dem Zimmer, aber ich kann das nicht genau deuten. Okay, hier die beiden Betten. Sieht ja ganz gemütlich aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, schlicht gehalten, aber ganz gemütlich. Der wird doch hier früher oder später wieder auftauchen. Hier könnten wir ihn ganz klar wieder rüberschubsen. Ach Mann. Ich kann mich nicht entscheiden. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten hier warten und ihn dann umlegen. Oh, Licht an und aus können wir noch machen. Na. Ja, ich bin unentschlossen. Wenn ich jetzt wieder hier rausgehe, dann taucht er doch bestimmt wieder direkt auf. Moment mal. Guten Abend, die Dame. Haben wir überhaupt Abend? Ja. Und tschüss. Nett. Okay. Das war dann er. Hier geht's nach unten. Jetzt ist die Frage, wo finden wir denn die restlichen? Ah, er hat auch eine Schlüsselkarte, die wir jetzt nicht mehr benötigen. Ach ja, hier geht es noch nach oben. Ah ja, zum Abend hier. Sieht doch ganz nett aus. Guten Abend, Ma'am. Na schön. Okay, wir gehen mal wieder rein. Genau, und hier kann man da wohl speisen. Etwas schnabulieren. Ist nur zu empfehlen. Ehrlich gesagt. Aha, ja. Früchte aus dem Orient, wie ich sehe. Ach du Heilige. Ja, da haben wir noch eine. Wo sind denn die restlichen drei?
Baby, sag mir lieber, wenn du einen Mann ohne Waffe siehst. Ich bin echt sehr, also positiv überrascht durch diese ganzen Personen hier. Ich meine, hier werden schon einige Charaktere dargestellt. Ist schon ganz nett. Okay, Ahel liefert jetzt Essen ab. Sollte ich mir das merken? Also hier ist ja noch, gerade noch keine Zielperson. Wir gehen einmal hier entlang. Also hier haben wir schon mal zwei Ausrufezeichen. Zu denen werde ich mich jetzt mal aufmachen. Okay. Könnte man hier das Essen vergiften? Schon gut möglich, dass wir vielleicht später hier jemanden vergiften können. Hier eine Art Lounge.